Sierra, Sierra Madre. Um Himmels Willen, der Führer ist runtergefallen. Das Führerbild ist kaputt. Jesus Maria. Ebay gekauft, die habe ich runterkannt auf 70 Euro. Der hatte da mehrere davon, also 20 Stück oder so. Keine Ahnung, also das war schon ein paar Monate her. Ja, allein die Werkzeugkiste habe ich schon für 50 Euro gesehen, das Ballblech leer, also ohne Inhalt. Gucken wir gleich mal rein. Ja, da ist schon mal ein Schloss mit beide Schlüssel. Ja, gibt es halt auch nicht. Das gibt es mit Versorgungsnummer drauf und so. Und auch die Formel, die gibt es halt gar nicht mehr. Das ist interessant. Hier eine Zange. Klar nicht, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber das ist halt auch ordentliche Qualität. Da haben wir Firma drauf, oder? Ja, dann kann es jetzt gar nicht sehen. Da ist ein Isolierband. Das sind beides die gleiche Rolle. Das ist einmal ein Blechding und einmal eine Alufolie. Hier ein Meterblatt, wahrscheinlich nur eine altdeutsche Schrift, hier eine Frakturschrift, oder? Aber uralt. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es eigentlich Meterstäbe? Na, guck mal, wie lang geht der? Doch 2 Meter auch. Aber ich glaube, das ist Zoll, oder? Die Maßung, das ist kein Zentimeter. 78 Zoll sind, glaube ich, 2 Meter, oder? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es Meterstäbe eigentlich? Ich hoffe, dass das Hitler nicht erfunden hat. Sonst haben wir geliefert. Ich denke mal 60er Jahre. Aber Zoll ist schon gut. Zoll hat Heizungsbauer und so. Dann hier ein Durchtreiber. Wie heißt das? Bohrer, gell? Zum Vorbohren, glaube ich. In der Schule haben wir das immer gehabt. Ja, und dann hier diese Bohrer, die sind für die Handbaumaschine, wo drin ist. Ja, die als Buschkrafter zum Beispiel. Aber das ist mir gerade schade. Oh, schade. Wo rohe Kräfte waltet. Bohrer alle, Schlangenbohrer. Die passen sogar, glaube ich, einen Akku, aber nein. Und hier noch eine normale Zange, eine Drahtzange, muss ich schon sagen. Und hier Handmeißel und Durchtreiber. Also das sind kleine Körner. Ja, das ist auch eine super Qualität, man sieht das. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir einen Schraubenzieher. Isoliert. VH, was gibt es die Firma? Nicht? Einmal hier 2 Pfeiler. Auch schön mit Segeltuch. Einmal hier. Das sind hier eine Halbrunde und die andere, die ist ja gerade, die ist ja gerade. Und da steht jetzt keine Firma drauf. Aber auch von der Qualität her. Und warum, dass ich das eigentlich kaufen kann oder gefunden habe, ich wollte mir für Ungarn wollte ich mir 2 Stechbeitel kaufen. Das sind jetzt keine Kirsche, das sind Spannsäge, oder? Ulmen, Ulmia und einmal Spannsäge. Ja,
die kostet einzeln, wenn man so Qualität kauft, kostet die einzeln schon 30 Euro. Und, ah, drei sind sogar. Oh, kann ich auch nicht sagen. Hat sich versteckt, die Sau. Da steht jetzt keine Marke drauf, der ist schon ein bisschen abgenutzt. Man wahrscheinlich, oh, wohl, der ist scharf, scharf ist schon noch. Bis doch, da steht Tasse, ja. Gab auch Ulmi, ja. Kann ich nicht lesen. Bisschen verrostet. Ja, dann die Sägeblätter, Metallsägeblätter, als Segeltuchtasche, ich weiß nicht, was da eigentlich ursprünglich drin war. Und dann hier, der isolierte, hier ein Bolzerschneider, da kann man Stromkabel abschneiden, Starkstrom, ist auch cool, ne? Ein geiler Hammer, leider Marke nicht mehr, auf jeden Fall aber auch. Deutsche Qualität, gar nichts. Vielleicht sieht man es am nächsten gleich Aufkleber. Kau. Was heißt das? Das kenne ich gar nicht, aber auf jeden Fall. Ja, eine Blechschere. Mach da ein bisschen Öl. Das ist auch ganz alte deutsche. Ich weiß nicht, ich habe in meiner letzten Zeit eine Zange gekauft. Ein bisschen eingerostet, ein bisschen, mal ein bisschen WD-40 ran. Ja, und hier. Ja, wie kriege ich die raus? Scheiße. Ein bisschen knapp. Tolle Handsäge. Ja, auch super Qualität, also das sieht man auch. Und boah, der ist auch cool. Mein Vater hat so einen auch noch gehabt, den habe ich als Erbstück noch ein bisschen behalten. Aber der ist auch gut, der Bohrer. Aus einer Zeit, wo es noch keine Akkuschrauber gab. Kann man so als Erinnerungsstück oder so. Man hat eine Zeit der Akkuschrauber ist es nicht mehr. Wenn mal der Strom ausfällt. Endzeit. Zombie-Apokalypse, wenn es keinen Strom mehr gibt. Oder die Grüne noch weitermacht. Machen wir das vielleicht wieder. Klein. Ja, das ist gut. Also mir hat er gefallen, dass da keine Schlüssel drin sind. Also ich habe unglaublich viele Schlüssel. Also brauche ich eigentlich keine mehr. Also 13, 20er Gabelschlüssel und so Zeug. Das habe ich eigentlich alles. Ich wollte es wirklich also wegen dem. Ich habe wirklich das gekauft wegen dem Stechbeutel. Und das ist auch Leute, die Stechbeutel, wie gesagt, 70 Euro. Ich glaube sogar inklusive Versand. Und den Hammer kann man ja immer brauchen. Das sind ganz andere Zeuge. Teile, ja, okay. Klebeband, ich glaube, dass es noch funktioniert. Hey, Bohrer, man muss mal gucken. Aber cool, ist das ein schönes Stück, oder? Schau einmal, auch der Aufdruck ist toll. Da sieht man der, mit so einem Schablonersatz, wo ich auch habe, da sieht man, dass die das auch nicht so genau gemacht haben. Die macht, das ist schon mal ein bisschen verschoben, alles die Buchstaben. Ja, war echt, ist eigentlich echt der Schnäpple eigentlich, oder?